Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Schöner Wohnen und Gesund Leben. So, da bin ich mal wieder, ne? Ich wollte euch eigentlich den Hansi schicken. Und dann habe ich gedacht, neben meinen Bauarbeiten am Haus, ich komme schnell selber. Heute geht es um eine Challenge. Ich bin nominiert worden von Martins Barbecue. Und zwar die YouTube Challenge. Wie kam ich zu YouTube? Doch zuvor, wie immer, erstmal gehen Dankeschön raus. Trickshot-Time. Mein kleiner Fuchs, Imperator, Heiko, vielen Dank. Du hast gestern meinen Kanal präsentiert. Ich war total überrascht. Mensch, ganz, ganz lieben Dank. Dann darf ich mich auch bedanken. Sie ist derzeitig in Shanghai. Die liebe Fang, Kochen mit Fang. Ich werde hier später den Kanal unten im Video verlinken. Du warst so lieb und hast extra für mich meinen gewünschten Glasnudelsalat gemacht. Liebe Fang, ganz, ganz lieben Dank. Aber ich sage natürlich gute, gute Besserung an deine Mama. Ja, okay. Ich hoffe, es geht ihr jetzt besser und freue mich, wenn du aus Shanghai zurückkommst. So, okay. Jetzt kommen wir mal zur Challenge. Wie kam ich zu YouTube? Also ich bin ein sehr simpler und ein sehr ehrlicher Typ und das werde ich hier auch genauso beantworten. Wäre es nach mir gegangen, hätte ich nie oder ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, überhaupt einen Kanal bei YouTube zu eröffnen. Ich habe nie Videos geguckt auf YouTube in solchen Sachen. Ich habe das schon mal erwähnt, ich bin ein archäologischer Fan. Ich mag gerne archäologische Videos, wissenschaftliche Videos oder gesunde Ernährung. Aber sowas eigentlich nicht. Ich hatte damit nichts am Hut. Und ich mag meine eigene Stimme eigentlich überhaupt gar nicht hören im Video. Ich mag es einfach nicht. Finde die Stimme nicht interessant. Aber mein Mann flog dann nach Hause nach Pakistan und er meinte, lass doch mal eine Voicemail, weil er war so beschäftigt und dann kann er das hören und da freut er sich drüber und er mag das. Und dann im letzten Jahr im Mai kam dann der Gedanke auf, weil nämlich die Schwester meines Mannes auch in Pakistan einen YouTube-Kanal in Sachen Kochen eröffnet hat, ob ich doch nicht auch mal drüber nachdenken würde, wollen, ob ich vielleicht aus der Corona-Situation doch sage, ich eröffne einen YouTube-Kanal mit meinen Sachen, die mir tatsächlich Spaß machen. Und das ist eben schon vorher gewesen, Gärtnerei. Ich sage immer noch mal dazu, ihr lieben Leute da draußen, ich weiß nicht alles. Ich bin nicht Dr. Allwissend und auch nicht Konfuzius. Ich bin immer wieder gerne bereit für neue Vorschläge oder Veränderungen. Also, ich hier bloß kein Profi. Aber das, was ich dann weiß, das Wissen, das gebe ich euch dann gerne, gerne weiter. So, also, ja, dann wie gesagt und getan, dann haben wir das tatsächlich gemacht letztes Jahr im Juni. Also das heißt, wir haben es jetzt noch einen Monat und dann ist mein Kanal auch ein Jahr alt. Da werde ich euch sicherlich den Hansi schicken zur Party, wenn ihr dann eingeladen seid. Ja. Und dann haben wir den Kanal eröffnet. Das Ganze hatte dann angefangen, erstmal ganz unspektakulär mit dem, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, mit dem Chili-Video. In den ersten Videos übrigens sieht man mich überhaupt gar nicht, weil ich irgendwie gedacht habe, naja, es geht um die Pflanzen, es geht ja gar nicht um mich. Aber ein anderer YouTuber hat mir dann ein paar Ratschläge gegeben, auch was zum Beispiel gefördert wird von YouTube, wie man sich verhält, was man eben spricht oder eben nicht und auch eben über das Präsentieren des Kanals und sich selber. Und deswegen hatte ich dann irgendwann Tatsache mal entschieden, ja, ich zeige mich dann selber in den Videos. Aber ich kann euch sagen, die ersten Videos, holla die Waldfee, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie aufgeregt ich gewesen bin, wie wir die ersten Videos gemacht haben. Das war meines Erachtens nach eben Chili und dann kam das Zitronenvideo. Ich kann es immer noch nicht fassen, über 41.000 Aufrufe. Mein Gott, lieben Dank da draußen an euch alle, Europa, Welt und so weiter. Ich bin immer noch ganz beeindruckt. Mensch, vielen, vielen lieben Dank. Ja,
Und ich kann euch auch sagen, wenn ich das dann gemacht habe, ja, dann, das hat total, meine Hände haben gezittert, wenn ich die ersten Videos da gemacht habe. Es war irgendwie alles so total ungewohnt. Und auch die ersten Videos, die habe ich mir überhaupt selber nicht angehört, weil mir war das mit der Stimme, mit meiner eigenen Stimme einfach so fremd gewesen. Aber ja, dann kam das langsam, langsam. Dann kam so ein bisschen Routine rein. Und ja, ich habe das erstmal ganz langsam angehen lassen, dann den Kanal. Und dann wisst ihr ja, dann hatte ich diese wahnwitzige Idee. Im Januar dieses Jahr bin ich dann durchgestartet, eben mit dem Projekt Gemeinsam sind wir stark. Was ich dann auch erstmal total gut hat angehen lassen. Viele von euch haben das sehr, sehr gemocht. Mir ist natürlich klar, nicht alle können das mögen, ja. Es gab natürlich auch einige dabei, die dann gesagt haben, naja, das finden wir nicht gut oder dass du andere Kanäle vorstellst und da steckt grundsätzlich immer nur Eigennutz dahinter. Aber ich darf euch versprechen, es gibt auch andere Menschen auf dieser Welt, wo nicht immer nur ein Eigennutz dahinter steht oder immer nur Hintergedanken sind, sondern aus freien Stücken einfach mal sagt, ich habe kein Problem, auch für andere etwas zu tun. Und in dem Sinne waren es eben für andere Kanäle. Und ich, auch wenn ich da manchmal negative Kommentare bekommen habe, die habe ich auch so drinne stehen lassen. Ich lösche da nichts raus. Ich habe zum Beispiel auch bitterböse E-Mails bekommen dazu. Das darf ich heute auch sagen. Das ist nun schon länger her, aber ja, das war nicht ganz einfach. Und trotzdem bleibe ich dem treu. Ich mache immer wieder mal ein Gemeinsam sind wir stark. Warum? Weil es gibt einfach wahnsinnig gute Kanäle unter euch, die einfach ganz, ganz tolle Sachen machen. Und wenn ich auch sehe, entweder das sind kleine Kanäle, können aber auch ganz große Kanäle sein, aber die sind irgendwie immer präsent und die machen tolle Sachen. Und wo ich denke persönlich, nein, das könnten wir zeigen, dann sag ich, warum nicht? Und dann gibt es eben doch immer wieder mal ein Gemeinsam sind wir stark. Und ich denke, das ist doch eigentlich nicht nur ein Motto, was hier steht für YouTube, sondern gemeinsam sind wir stark. Das ist doch ein Motto fürs ganze Leben. Was werden wir Menschen denn nur alleine? Ich alleine werde nichts bewegen, aber mit euch alle da draußen werde ich alles bewegen können. Und darum geht's doch. Das ist doch eine Lebensphilosophie. Also bei mir steckt da kein Eigennutz dahinter. So. Also, wie sich dann der Kanal dann weiterentwickelt hat und was wir denn für schöne Experimente gemacht haben und ich immer noch Experimente mache und manche funktionieren und manche gehen einfach den Bach hinunter. Das habt ihr ja selber schon mitgekriegt, ne? So wie mit meiner Zitrone oder wo ich dann im Krankenhaus war und die Zitrone ist eingegangen. Also, es geht immer lustig hier zu und natürlich. Mein kleiner Hansi ist auch immer ganz begierig darauf, auch endlich mal wieder ein Video machen zu wollen und zu dürfen. Und offensichtlich findet ihr das richtig klasse, wenn der dann wieder kommt. Ich darf mich hier bedanken, liebes Graufalterchen, für deinen süßen Kommentar. Juhu, der Hansi kommt wieder. Also, er wird auf jeden Fall wiederkommen. Ihr wisst ja jetzt von meinem neuen Projekt mit dem Haus. Ich darf mich auch da nochmal bei euch so herzlich bedanken. Ihr habt mir alle geschrieben, dass ihr ganz viel Verständnis dafür habt, dass ich im Moment eben sehr abwesend bin und wirklich keine Zeit habe zwischen Beton, Estrich, Fliesen und was nicht allem sitze. Aber auch das wird irgendwann vorbei sein. Ich muss mir nur noch was Gutes überlegen, wie ich mir einen guten Garten dieses Jahr kreiere, weil dieses Haus hat zwar einen tollen Garten, aber der ist verwildert. Ja, und dann sind da so ganz dicke Brocken an Wurzeln drin. Ich muss erst mal sehen, wie ich das alles raushaue und dass ich dann eben später da was eben schon vorbereitet ist. Die Tomaten müssen da rein, Chili müssen da rein, dann die Paprika sollen da rein. Es wird sich natürlich dieses Jahr beschränken. Ich werde nicht zu viel machen. Wir werden noch gemeinsam übrigens ernten, Knoblauch. Dann sehe ich hier gerade der Ingwer, der dieses Jahr so superb geworden ist. Noch viel besser wie letztes Jahr, da dürft ihr euch echt schon drauf freuen. Ja, da muss ich mir was einfallen lassen, was ich da Tatsache mache.
andere Projekte, schöne Projekte, warten auch noch auf euch in Sachen, was haben wir ein schönes, wir haben noch Zitrone, ich habe einen schönen Vergleich gemacht, Zitrone und Orange, damit ihr das nochmal seht, Chili gegen Paprika, was haben wir noch so schönes, lass mich mal schnell in die Box rein. Wir haben noch pakistanische Tomaten, die jetzt richtig super aussehen. Die hat nämlich als Samen mein Mann mitgebracht, wenn der in Pakistan gewesen ist. Also, das sollen erstmal meine Ausführungen für heute gewesen sein. Jetzt heißt es eigentlich, ich sollte 4 neue Kanäle neu nominieren, um an der Challenge teilzunehmen. Als ich das letzte Mal nominiert habe, haben beide das irgendwie nicht gemacht. Ich bin jetzt so ein bisschen im Zweifel, ob ich Tatsache nominieren sollte. Aber ich würde hier nominieren, warum und wie bist du zu YouTube gekommen? Trickshow-Time mit Heiko. Gell, Heiko? Das machst du doch, oder? Und dann würde ich gerne nominieren Gartenclip. Dass du, liebe Franzi, doch auch mal so ein Video machst. Ich bitte dich noch um Entschuldigung. Du hast mich nominiert zur Kartoffel-Challenge und da musst du bitte ein bisschen warten, weil ich im Moment nicht so viel Zeit habe. Aber ich mache die Kartoffel-Challenge. Aber das macht dann der Hansi, okay? Also, Heiko und Franzi von der Gartenclip, euch beide würde ich einfach bitten, wenn ihr das machen würdet, diese Challenge, dann würde ich mich sehr freuen. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen, das eigentlich wollte ich gar nicht zu YouTube, trotzdem bin ich jetzt da. Und dann sage ich für heute erstmal alles gut, ich bin raus, alle, vierte, tschüssi, baba.